Hi, du hast wahrscheinlich das Polster gerade das erste Mal in der Hand und würdest gerne damit trainieren. In diesem Video erfährst du Step by Step, was für Übungen du in Bezug auf Stabilität mit dem Polster machen kannst. Sei gespannt. Mein Name ist Tobi Deckert, ich bin der Erfinder von Polster, dem auflassbaren Trainingskissen. Es hat sehr viele verschiedene Funktionen. Eine davon ist ein intensives Training. Mit der Hilfe der Luft innen im Kissen entsteht eine Instabilität und damit können wir die Tiefenmuskulatur trainieren. Wenn du das erste Mal das Polster auspackst, dann ist es erstmal wichtig, es richtig aufzupumpen. Die Klettstellen hier am Anfang verhindern, dass der Bladder diese Luftblase innen reinrutscht und das Aufpumpen funktioniert so. Die untere Hand ist immer locker, die obere Hand drückt das Kissen zu, pumpt es auf, zieht es wieder nach außen, meine Hand hier ist gerade, drückt es zu, pumpt die Luft rein, zieht es wieder nach außen, zu und rein. Am Anfang empfiehlt sich, das etwas langsamer zu machen. Später, wenn man die Bewegung und die Koordination drauf hat, dann ist das schon die erste Übung für das heutige Video. Wenn das Kissen aufgeblasen ist, ihr könnt es am Anfang ruhig mal ganz voll aufblasen. Die Luft bleibt drinnen, es versperrt wieder Verschluss. Macht man die Klettverschlüsse zu, schaut, dass die Klettfelder wirklich aufeinander liegen hier, dass hier auch der Luftkanal geschlossen ist. Dann packt ihr die Pumpe rein. Vorher habt ihr die Tasche reingepackt. Und dann könnt ihr hier oben das zukletten, wie bei einem wasserdichten Rucksack hier einrollen und durch das Einrollen nochmal Druck in das Kissen reinbringen. Los geht's! Wir starten mal am Anfang und setzen uns einfach nur auf das Kissen und spüren mal in den Rücken rein, wie instabil das ist und fangen an mit einer Aufwärmübung für die Hände, indem wir die Hände immer verschränken und hin und her gehen. Während wir das jetzt ein paar Mal machen und unsere Hände aufwärmen, möchte ich euch ein bisschen was dazu sagen, weil die Tiefenmuskulatur ist sehr speziell und wird oft vernachlässigt. Wenn ihr ins Fitnessstudio geht, ihr seid oft an einer Maschine, an einem Gerät und trainiert mit einer einseitigen Bewegung immer nur eine Muskelgruppe. Und dadurch bildet sich die aus, aber alles, was drumherum ist, die ganzen Stabilisationsmuskeln, die ganzen Bänder, alles, was ihr zum Sport braucht, gerade für etwas, ja, ich sage jetzt mal härteren Sport oder schnellere Bewegungen, wo einfach Ausgleichbewegungen drin sind, ist es einfach super wichtig, auch die Muskulatur drumherum aufzubauen, zu stabilisieren. Und dafür haben wir das Polster entwickelt. Kreisen mit den Handgelenken noch und rollen auch so ein bisschen hin und her und merken, okay, ich muss hier schon mit dem Rückenspür hier ein bisschen rein und merke, es ist jetzt einfach schon so eine erste kleine Ausgleichsbewegung drin. Ziel von dem Video hier ist es, euch nicht komplett auszupowern, als vielmehr die Vielseitigkeit der verschiedenen Übungen zu zeigen. Wir machen das jetzt hier gerade auf einem kleinen, einfachen Niveau und später in den anderen Videos seht ihr, wie wir uns dann auch Stück für Stück steigern können. Los geht's, dass wir das Polster erstmal an die Unterarme nehmen, eine saubere Planke machen, einfach mal so ein bisschen nach rechts, nach links wippen und reinspüren. Grundsätzlich sind Planken auch immer eine gute Möglichkeit, um überhaupt erstmal den ganzen Körper zu aktivieren. Wenn ihr euch dann fitter fühlt, könnt ihr dann beispielsweise mal ein Bein heben. Und ihr seht schon, wie die Intensität gesteigert wird und wie wir hier mit dem Kissen kleine Ausgleichshaltungen einfach einnehmen müssen. Genauso funktioniert es mit den Armen. Und es sollte eine erste Anstrengung im Körper sein. Wem das noch zu anstrengend ist, der kann seine Knie erstmal hier noch absetzen und hat hier den gleichen Effekt. Das heißt, ich kann hier auch die Arme ausstrecken, bin mehr in der Schulterstabilisation, aber habe das Ganze durch die Knie etwas abgeschwächt. Die nächste Stufe wäre das eben auf den Händen zu machen, aber es ist wichtig, vorher eine kleine Mobilisationsübung zu machen. Die haben wir jetzt nicht gemacht, weil es jetzt hier konkret nur um die Stabilisation vom Kissen geht. Gehen wir mal leicht nach vorne, nach hinten. Spüren in die Instabilität vom Kissen. Genau auch hier wieder, nimm gern mal deine Hand in die Mitte und streck einfach nur mal einen Arm aus. Wechsel dich hier ab.
Und während du das Ganze jetzt mit mir mitmachst, lernst du alle Übungen kennen. Oder zumindest einen Teil. Alle könnten wir nie machen. Aber du kriegst ein Gefühl, wie du das Kissen einsetzen kannst. Ein ähnlicher Effekt ist natürlich, wenn das Kissen unter den Füßen ist. Und wir genauso auch hier mal ein Bein heben. Die ganze Anspannung hier in die Hüftmuskulatur geht. Oder in den Core. Heben das andere Bein. Und ihr seht schon, wir machen das alles super mellow hier am Anfang, alles ganz easy, dass ihr euch erstmal an die Instabilität und überhaupt an das Kissen gewöhnen könnt. Besonders cool ist, dass das Kissen gleichzeitig eine Rolle ist. Deshalb kann es auch zum Rollen benutzt werden. Drehen wir uns mal auf die Seite und halten einfach nur. Und ihr seht schon, in jeder Körperlage, ihr kennt die Übungen, die funktionieren alle mit dem Kissen auch, nur dass eben gerade durch das Kissen, durch die Instabilität einfach alles ein bisschen schwieriger wird. Kommen zurück, nehmen das Kissen, legen uns mit der Brust drauf und die allererste Übung auf dem Rücken für die Rückenmuskulatur. Wir halten die Füße sehr breit in der V-Stellung und spüren erstmal so ganz bisschen hier rein. Heben unseren Oberkörper an und es sollte jetzt der ganze Lendenbereich hier aktiviert werden. Dasselbe machen wir in der Rücklage. Wir legen uns erstmal mit dem ganzen Körper aufs Kissen. Haben die Beine relativ breit, es ist alles noch sehr stabil. Ihr merkt schon, wir kommen jetzt hier Stück für Stück einfach mal durch. Ich teaser die ganzen Übungen mal an. Wenn ihr nachher in die anderen Videos schaut, dann werden wir sehr viel intensivere Workouts, sehr viel dynamischer, mit sehr viel mehr Varianten dann noch einbauen. Aber jetzt geht es erstmal darum, ein Gespür zu kriegen, in welcher Körperlage könnt ihr welche Übung machen. Ich habe es jetzt hier relativ weit, hier auch im Lendenbereich bis hoch zur Schulter. Hab die Beine relativ breit und habe die Arme auch noch als Stabilisation hier an der Seite. Einmal mal anfangen, Arme hochzunehmen. Ich merke schon, dass es einfach alles, je mehr Bewegung ich auf dem Kissen mache, instabiler wird es. Wir nehmen die Arme jetzt mal oben zusammen, drehen uns mal nach links und sofort merke ich, wie verschiedene Körperregionen jetzt hier im Bauch und Rücken aktiviert werden und arbeiten einfach nur deshalb, weil ich hier ganz unruhig und wackelig drauf liege. Auch hier wieder. Baue ich eine Haltungsübung ein auf die Unterarme, hebe das Gesäß an und bin hier mit den Ellbogen auf dem Kissen und halte das Ganze einfach nur. Und wie vorhin auch, kann ich das Kissen genauso auf der anderen Seite auch unterlegen. Lege mich auf den Rücken,
heb die Hüfte an und halte einfach erstmal nur. Sofort solltet ihr einen Unterschied spüren. Jetzt gerade hier im Unterschenkel ist komplett alles aktiviert. Man sieht es auf dem Video kaum, aber was hier in Wirklichkeit passiert, sind lauter kleine Mikrobewegungen, die ausgleichen und die extrem anstrengend tief reingehen. Also alleine schon zum Beispiel in der Früh solche Übungen zu machen, um den Körper zu aktivieren, Gold wert. Im Büro einfach mal sich nicht komplett auspowern und losschwitzen, sondern einfach nur die ganze Core-Muskulatur aktivieren. Super. Okay. Wir nehmen das Kissen unter die Lenden, nehmen die Hände seitlich am Boden und strecken einfach nur die Beine aus. Diesmal ist die komplette Bauchmuskulatur aktiviert. Genauso funktioniert das Kissen aber auch, wenn ihr die Beinmuskulatur trainieren wollt und euch draufstellt. Am Anfang, also erstmal keine Sorge, das Kissen klappt nicht. Wir haben hier super viele Tests gemacht, es ist zertifiziert, bis zu 100 Kilo. Und ganz am Anfang steige ich jetzt mit einem Fuß, mit dem linken in dem Fall, aufs Kissen. Mit dem rechten Fuß bleibe ich so etwa, ja, ich würde sagen, schulterbreit dahinter stehen und spüre einfach mal ganz leicht an, wie der Druck kommt. Das heißt, ich gehe mit dem rechten Bein, was jetzt nicht auf dem Kissen steht, mal ganz langsam nach unten und verlagere mein Gewicht nach vorne auf das vordere Bein, auf das Knie und spüre auf einmal, wie die Instabilität reinkommt. Zur Hilfe ist es am Anfang sinnvoll, die Hände auch auszubreiten, um hier auszugleichen. Wenn ihr das erste Mal macht, dann kann es auch sein, dass ihr mal runterfallt vom Kissen. Das ist schon sehr herausfordernd, aber deswegen ist es wichtig, hier eben erstmal ganz einfach zu starten. Ihr merkt schon an meinem rechten Fuß, der hebt sich langsam ab. Und das ist auch okay so, weil ich immer mehr Druck auf den vorderen bringe und es einfach nur halte. Ihr aktiviert damit hier vorne die komplette Kniemuskulatur, das Sprunggelenk. Gerade wenn ihr hier Verletzungen hattet, könnt ihr hier ganz sanft, ich fange nochmal von oben an, ganz sanft mit wenig Druck reingehen. Und je nachdem auch, ob ihr hier Schmerzen hattet oder habt, ganz langsam dosiert rangehen an das Thema. Klar, es sollte nie das Ziel sein, dass ihr hier stechende Schmerzen habt, aber so ein ganz leichter Anreiz, ist meine Meinung, ist nie verkehrt. Ich wechsle den Fuß. Alles klar. Gut, für den Anfang ein kleines Tutorial, wie ihr den Körper aktiviert mit Propriozeption. Wir haben die Arme warm gemacht, wir haben die Schultern kurz warm gemacht, wir haben in den Rücken reingespürt, wir haben in den Bauch reingespürt, in die Beine. Und mit den Grundlagen, wenn ihr die schon mal kurz jeden Tag macht, dann baut ihr schon mal die Muskulatur auf, um in den nächsten Videos tiefer reinzugehen. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.